Herzlich willkommen zum zweiten Teil unseres Konzerts. Danke, danke. Wir dürfen gleich wieder einen Auftrittsapplaus spenden, nämlich für Herrn Stadtrat Günther Winterstetter. Vielen Dank, sehr geehrte Damen und Herren, geschätzte Musikerinnen und Musiker. Ich muss ehrlich gestehen, wir hatten das Silvesterkonzert bis vor einem Jahr einfach nicht in unserem Beuteschema. Vor einem Jahr durfte ich den Herrn Bürgermeister zum ersten Mal hier vertreten. Und was soll ich sagen? Wir sind danach zu Freunden gefahren, um Silvester zu feiern, und wir waren dermaßen begeistert und haben dermaßen geschwärmt von diesem Konzert, dass wir einfach kurzerhand beschlossen hatten, nächstes Jahr, also am heutigen Tag, fahren wir alle oder gehen wir alle zu diesem Konzert. Und so sind wir heute schon zu acht hier. Und darf Ihnen den guten Tipp geben, sorgen Sie im nächsten Jahr rechtzeitig dafür, Ihre eigene Karte zu organisieren. Es könnte sonst nämlich sein, dass ich womöglich den halben Saal schon ausreserviert hätte. Na, Spaß beiseite. So viele Freunde hat man als grüner Stadtrat auch wieder nicht gebraucht. Ne? Es ist wie immer grandios, was uns hier geboten wird. Und es steckt so wahnsinnig viel Engagement und so viel Arbeit dahinter, so etwas auf die Bühne zu bringen. Und ich denke, im Namen des ganzen Publikums darf ich mich hier bei Ihnen einmal sehr herzlich dafür bedanken. Und ich glaube, es gibt einmal einen kräftigen Applaus. Meine Damen und Herren, Kultur, das ist gerade in Zeiten wie diesen Nahrung für die Seele. Und wir haben in Braunau, das möchte ich schon sagen, das riesige Glück, ein Kulturangebot zu haben, das jeder viel größeren Stadt eigentlich zur Ehre gereichen würde. Wenn wir jetzt hier an die Musikfreunde denken, an die Musikkapelle, an diverse Chöre, an das wirklich hochkarätige Programm, das uns beispielsweise im Buch oder im Bauhoftheater geboten wird. Und auch dieser Skulpturenweg der Innsbrucker Künstlergilde mit den Skulpturen jetzt im öffentlichen Raum ist absolut sehenswert. Wenn Sie wieder mal vor so einem Metallskulptur stehen, zücken Sie Ihr Smartphone, scannen Sie mal diesen QR-Code ab und lesen Sie einmal, wie wohl überlegt der Künstler oder die Künstlerin genau dieses Objekt genau für diesen Platz geschaffen hat. Die Welt da draußen, die ist leider 2023 nicht wirklich sehr viel besser geworden. Aber wir alle, glaube ich, können und sollten versuchen, zumindest in unserem eigenen Umfeld Positives dazu beizutragen, dass sie ein Stück weit besser wird, indem wir uns gegenseitig respektieren und achten, indem wir uns einander unterstützen, wo Hilfe benötigt wird. Meine Damen und Herren, 110 Millionen Menschen waren Ende 2022 weltweit auf der Flucht. Und wenn man so manche Stammtischrunde hört oder auch manche politische Diskussion hört, dann möchte man meinen, aber der allerschlimmste Ort auf der Welt, das muss schon unser Österreich sein. Ja? Manchmal denke ich mir fast, ich frage mich, wieso die Leute überhaupt nicht schon alle weggelaufen sind, wenn alles so schlimm ist, wie es immer herbeigeredet wird. Ich wünsche mir von Herzen einfach mehr Optimismus, mehr Engagement von jeder, von jedem Einzelnen. Und ich wünsche diesen Optimismus vor allem Ihnen im Namen aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Stadtamts Braunau, im Namen der Mandatarinnen und Mandatare, im Namen natürlich vor allem auch des Bürgermeisters Hannes Weidbacher, der mich extra dann angerufen hat und gesagt hat, vergiss ja nicht, die Wünsche von mir zu bestellen, mache ich hier sehr gerne. Und wenn das Jahr 2023 für Sie ein gutes war, dann freuen Sie sich auf das Neue. Und wenn 2023 für Sie gar kein gutes Jahr war, dann gibt es umso mehr Grund für Sie, auf einen neuen Tag zu hoffen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen ein gutes neues Jahr, bleiben Sie gesund und danke, dass Sie mir gelauscht haben. Sie hatten eh keine andere Wahl.
Der Kerl hat so viele Einfälle. Aus seinen Abfällen könnten wir uns ernähren. Also sprach Johannes Brahms über seinen Freund Antonín Dvořák. Ich glaube, das können Sie bestätigen, wenn Sie auch nur ein wenig Musik von diesem großen tschechischen Komponisten kennen. Bevor wir dann zu einem französischen Komponisten kommen, und da möchte ich mich gleich wieder entschuldigen für den Druckfehler Teufel, der auch im zweiten Teil einmal zugeschlagen hat, also pardon, Maître Georges Bizet, Sie heißen natürlich Georges und nicht Charles. Auch dieser Bizet hatte sehr viele Einfälle in seinem Leben, nicht nur in der Oper Carmen, die Sie alle kennen, sondern auch in vielen anderen Werken, zum Beispiel in einer Bühnenmusik zu einem heute vergessenen Theaterstück, das Mädchen von Arl, und aus dieser L'Alésien-Suite hören wir einen französischen Tanz, die Farandole. Wie gesagt, es geht auch weiter mit unserer Europareise. Und so darf ich jetzt als nächstes Stück, bevor dann Soupé, nicht Soupé, ich bin schon angesteckt vom Tippfehlerteufel, also bevor dann Bizet kommt, nicht, gibt es einen Ausflug nach Ungarn. Servus Graz, und das ist jetzt ein Stück von einem Komponisten, den Sie wahrscheinlich nicht so gut kennen, es sei denn, Sie sind Klarinettistin oder Klarinettist, dann kennen Sie ihn mit größter Wahrscheinlichkeit, denn es gibt eine ganze Menge von Stücken, die er herausgegeben hat, und er hat selber auch komponiert. Dieser Béla Kovács, geboren 1937 in Ungarn, war ein berühmter Klarinettist in seiner Zeit. Er war auch Solo-Klarinettist der Ungarischen Staatsoper. Er hat an der Ferenc Liszt Musikakademie in Budapest unterrichtet und 20 Jahre lang bis ins relativ hohe Alter, nämlich von 1989 bis 2009 in Graz. Ich kann mich an ihn noch ein bisschen erinnern, ich war ja früher Musikalienhändler und er kam mitunter in Wien zum Doblinger und hat dort geschaut, ob seine Noten auch alle aufliegen. Er war ein sehr netter Mensch, ein großartiger Musiker und ist 2021 verstorben. Und von diesem Béla Kovács hören wir nun Servus Graz für Klarinette und Big Band in einem Arrangement für unser Orchester von Reinhard Gucci, einem Klarinettisten des Mozarteum-Orchesters Salzburg, der auch ein sehr guter Arrangeur ist. Und es spielt dieses sehr jazzige Stück ein Mann aus Ungarn, ein in Salzburg und darüber hinaus wohlbekannter Meister der Klarinette. Und er spielt da ziemlich jazzig. Warum eigentlich? Gar nicht ungarisch, sondern jazzig. Naja, Kovács hat sicherlich gewusst, dass Graz ein Mittelpunkt der Jazzausbildung in Österreich gewesen ist. Lange bevor andere Musikuniversitäten auch Jazz angeboten haben, gab es das schon in Graz. Und darum vielleicht auch dieser Titel Servus Graz. Und ich sage jetzt Servus Gabor Lili.
Thank you.
Ja, die bezaubernde Nixe aus dem ersten Teil hat sich in eine echte Wiener Gräfin verwandelt und auch so bezaubernd gewirkt und gesungen. Diese Gräfin in der Operette Wiener Blut ist eigentlich eine Staatsbürgerin von Reuß, Schleiz, Greiz, wie auch ihr Gatte. Die sind Botschafter, also er ist Botschafter in Wien, noch in der Monarchie. Wiener Blut ist ja eigentlich die allerletzte Operette von Johann Strauss, aber nicht mehr von ihm selber zusammengestellt, sondern von dem sehr tüchtigen Wiener Theaterkapellmeister Adolf Müller. Der hat das so gut gemacht, dass heute Wiener Blut eigentlich mittlerweile nach der Fledermaus die meistgespielte Operette mit Musik von Johann Strauss' Sohn ist. Ja, und diese Gräfin, die leidet ein wenig an ihrem Mann. Der hat so eine Art Zweitfrau, eine vom Theater, wie es damals häufig üblich war. Und er bandelt gerade mit einer Dritten an, mit einer Probiermamsell, nicht? Wir sind schon ein bisschen so in der Welt von Arthur Schnitzler angelangt. Es ist also ein Operetten-Don Giovanni. Und er ist genauso eingewienert wie seine Frau, sonst würde sie nicht so schön singen, grüß dich Gott, du liebes Nesterl. Nicht? Das kann man nicht, wenn man aus Reusch, Schleiz, Greiz kommt. Wenn Sie jetzt wissen wollen, wo das ist, es gibt diese Städte immer noch. Und das war tatsächlich ein Fürstentum, so in der Gegend von Sachsen und Thüringen. Also dort, wo man damals gesagt hat, wenn man mit der Kutsche einen Tag lang dort herumfährt, war man in drei Ländern und dann noch in einem zweimal. Also da gab es viele, viele so kleine Staaten, nicht? Und dazu passt eigentlich die Geschichte, dass Johann Strauss' Sohn die letzten beiden Jahrzehnte, ich glaube sogar ein bisschen mehr, seines Lebens als Staatsbürger von Sachsen, Coburg, Gotha verbracht hat. Allerdings war er dort sehr selten. Warum? Er wollte ein drittes Mal heiraten. Nachdem seine zweite Frau ihm mit einem jüngeren Mann durchgegangen ist, hat er dann doch ein drittes Mal geheiratet und das durfte er im damaligen Österreich nicht. Jedenfalls nicht nach der katholischen Religion, der er angehörte. Und so ist er zum Protestantismus übergetreten und überdies Staatsbürger von Sachsen, Coburg, Gotha geworden. Auch eine europäische Geschichte. Ja, was kommt jetzt noch in unserem Programm, bevor ich dann vor der Schlussnummer noch einmal kurz zu Ihnen kommen kann? Es kommt jetzt eine rotunde Quadrille oder Quadrille, wenn man es französisch aussprechen will, aber die Wiener sagen seit eh und je a Quadrille. So eine Quadrille ist eine Aneinanderreihung von Tanznummern, meistens 5 oder 6 Sätze mit einem sehr schwungvollen Galoppfinale, manchmal auch mit einem Walzer, aber diesmal ist es ein Galoppfinale. Und das besteht meistens aus den Schlagern von damals. Johann Strauss' Sohn hat zum Beispiel auch eine Maskenball-Quadrille komponiert nach den Melodien aus der Oper von Giuseppe Verdi, eine Orpheus-Quadrille nach Melodien von Jacques Offenbach und so weiter. Es gibt eine ganze Menge solcher Stücke und die wurden durchaus auch getanzt. Das war ein Tanz für 8 Leute, nämlich für 4 Paare, ein wenig einem Menuett ähnelnd. Und ja, also wenn wer eine Quadrille tanzen kann und findet genügend Partner, bitte hier, wäre das vielleicht sogar möglich. Ja, und diese Quadrille, die Rotunde, die besteht eigentlich aus Melodien von der Operette Der Karneval in Rom. Das war die Operette vor der Fledermaus und eigentlich nur ein Achtungserfolg. Aber Strauss hat ja immer die Schlager seiner Operetten dann mehrfach wiederverwertet in Tanzmusikstücken und so auch diese. Aber er hat sie geschrieben für die Wiener Weltausstellung von 1873 und da gab es die Rotunde. Ich bin unweit der Rotundenbrücke im 3. Wiener Gemeindebezirk aufgewachsen. Die Rotundenbrücke verbindet einen Teil des 3. unter den Weißgerbern mit einem Teil des 2. Bezirks, hauptsächlich mit dem Prater. Und wenn man dann noch ein bisschen weiter geht, dann kommt man zum ehemaligen Messegelände und dort stand die Rotunde. Sie stand dort von 1873 bis 1937, dann ist sie leider niedergebrannt, denn sie war zu einem Großteil aus Holz errichtet. Und diese Rotunde war ein prachtvolles Festgebäude, in dem viele, viele Konzerte stattfanden. Und dafür ist diese diese Quadrille eigentlich entstanden. Ja, und dann hören wir von Emmerich Karlmann, Grüß mir mein Wien aus der Operette Gräfin Mariza 1924. Und Bernhard Berchtold wird zurückkommen
als Tassilo, der eigentlich ein Adeliger ist, aber verarmt ist, wie das so manchen Adeligen nach dem Ersten Weltkrieg passiert ist. Die haben nichts anderes gelernt als Offizier und die brauchte man dann zumindest eine Zeit lang nicht mehr in dieser Menge. Und der hat sich dann als Gutsverwalter in Ungarn einen Job gesucht und wie nicht anders zu erwarten, verliebt er sich in die Gutsherrin. Das geht dann zum Schluss auch gut aus. Und er leidet aber unter einer gewissen Sehnsucht nach Wien, hauptsächlich nach dem Wien von vor dem Krieg natürlich. Und der gibt er hier Beräten und wunderschönen melodischen Ausdruck. Ich verrate Ihnen jetzt gleich, dass Sie unser Gesangspaar sich am Ende des Programms noch einmal erklatschen können. Mehr verrate ich jetzt nicht. Naja, es hat auch was mit der Gräfin Maritza zu tun. Und dann gibt es noch vor dem letzten Stück, dem letzten offiziellen Stück, gibt es noch Liebesbotschaft, eine Polka von Johann Strauss aus seinem Ballett Aschenbrödel, das ein Auftrag der Wiener Hofoper gewesen ist und das er bei seinem Tod 1899 unvollendet hinterlassen hat. Das hat dann der damalige Ballettmeister und Ballettkomponist Josef Beyer fertiggestellt. Aber diese Polka ist mehr oder weniger noch original Johann Strauss.
Wir kommen schon zum letzten Stück des offiziellen Programms, Espanja-Walzer von Emil Waldteufel. Nun, dieser Emil Waldteufel ist vielleicht nicht so gut bekannt. Sie kennen wahrscheinlich den berühmten Schlittschuhläufer-Walzer. Das ist sein größter Schlager. Aber er hat auch sonst tolle Tanzmusik komponiert. Wer war dieser Emil Waldteufel eigentlich? Ein europäischer Komponist, könnte man sagen. Er stammte übrigens wie auch die Wiener Strauß-Dynastie aus einer jüdischen Familie ursprünglich. Die Waldteufels waren in Böhmen zu Hause. Der Großvater von Emil übersiedelte nach Frankreich, war zunächst froh, dass er den Namen Waldteufel los war und nannte sich Levi, bis der Herr Napoleon kam und ein Dekret herausgegeben hat, dass sich alle mit ihren wahren Familiennamen nennen müssen, und auf einmal war er wieder ein Waldteufel. Ja, später hat Emil dann einmal gesagt, naja, Levi heißt jeder zweite Jude, Waldteufel heiße nur ich. Dieser Emil Waldteufel war ein Weltmann, sein Vater war schon ein berühmter Geiger, seine Mutter war eine echte Münchnerin, sie war übrigens eine Enkelschülerin von Mozart, denn ihr Lehrer war Johann Nepomuk Hummel und sie war eine damals sehr bekannte Pianistin. Ja, und die Familie ist immer noch ziemlich musikalisch. Der Ururenkel von Emil Waldteufel, Julien Doré, also stammt aus der weiblichen Linie sozusagen, der ist momentan einer der bekanntesten Popsänger in Frankreich. Und ein Popmusiker im besten Sinne war auch dieser Emil Waldteufel, von dem wir jetzt ein unglaublich mitreißendes Stück hören, das eigentlich gleich mehrere Komponisten hat. Also die ersten Komponisten, die kennen wir nicht. Das waren irgendwelche Flamenco-Musiker in Andalusien oder so. Das waren die, die die iberische, die spanische Volksmusik geschaffen haben. Dort haben viele französische Komponisten sich ihre Inspirationen geholt, unter anderem auch Emmanuel Chabrier für seine Orchesterrhapsodie Espanja. Und die hat den Parisern so gut gefallen, dass sie auch dazu ganz gerne Walzer tanzen wollten. Und Waldteufel hat dann die Einwilligung des Verlags erhalten, aber auch die Einwilligung seines sozusagen aus der seriösen Musiksparte stammenden Kollegen Chabrier, aber das hat man damals noch nicht so genau genommen, diese Trennungen zwischen ernster und unterhaltender Musik. Und so wurde der Walzer Espanja draus. Und mit dem wünschen wir Ihnen, es gibt dann natürlich noch Zugaben, schon einmal herzlich ein glückliches und vor allem friedliches Jahr 2024.
Thank you.
Damen und Herren, die Musikfreunde Braun am Silbach und ich wünschen Ihnen Prosit Neujahr! Thank you.